Es ist ja nicht so schwer, ein geiles Tattoo zu machen. Es ist schwer, jeden Tag ein geiles Tattoo zu machen. Da ist nämlich, da liegt die Tücke im Detail. Man arbeitet auch jeden Tag damit, weil nicht jeder Tag ist gleich, und nicht bei mir. Ne? Das ist halt der tägliche, das ist unser Struggle, ja, den wir gehen müssen. Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Ink Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tätowier-Equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu einer neuen Folge des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute habe ich jemanden ganz Besonderes bei uns und zwar den lieben Mario Hartmann. Mario, was geht ab? Hi Sepp, wie geht's? Ja, du bist krank. Ich bin krank. Genau, wir haben eigentlich unter super widrigen Umständen jetzt hier wieder aufgenommen, weil ich lag bis gestern noch im Bett oder eigentlich nach wie vor noch. Ich wollte mir aber unbedingt die Zeit nehmen. Das Programm stürzt die ganze Zeit ab, also hoffen wir jetzt einfach mal, dass das hier funktioniert. Und ja, wie geht's dir? Mir geht's gut, super. Vorhin Kopfschmerzen gehabt, Tablette genommen, Wetter macht einen zu schaffen, ja, keine Sonne. Bist du da so anfällig? Vitamin D-Mangel, ja schon. Also wenn es dann irgendwann so nach 2-3 Monaten ohne Sonne nur grau in grau, ach, irgendwann kommt schon der Quälgeist durch. Ne? Aber das bist du doch aus Berlin eigentlich gewohnt, oder? Schlechte Laune zu haben. Ja, so grau und oder? Ja, schon. In meinem Herzen sieht es immer anders aus, aber draußen, naja. Ja, das verstehe ich. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde immer so, die letzten Wintermonate sind immer das, was halt dann so ätzend ist, was so richtig dann reinhaut. So ab Ende Januar, Anfang Februar, wo du weißt, jetzt ist Endspurt, dann. Da geht's wieder bergauf, ne? Nee, das ist so der schlimmste Teil vom Winter, so die Endzüge, wo du wirklich dann die Schnauze voll hast, langsam von dem kalten, dunklen Wetter. Ja, das war. Um die Leute nochmal kurz abzuholen, stell dich doch mal bitte eben kurz vor, wer du bist, was du machst. Ja, genau. Mein Name ist Mario Hartmann, geboren und aufgewachsen in Berlin, Pankow. Genau da, wo ich auch wohne jetzt und mein Studio habe. Und ich tätowiere Realismus. Gerne in Farbe, auch schwarz-grau. Porträts sind meine Leidenschaft. Immer gib ihm. Und du kommst ja eigentlich ursprünglich vom Graffiti, ne? Also du. Das ist wahr, ja. Also ursprünglich komme ich aus der Schulklasse, wo ich hinten in der Ecke sitze und Hefter bekritzel. Da komme ich eigentlich hin. Und das kenne ich. Das hat sich zum Graffiti-Sprühen entwickelt, genau. Bist du selber noch aktiv am Sprühen? Nee, wenig. Muss ehrlich sagen, da ist mir der Reiz, ist mir ein bisschen verloren gegangen. Aus dem einfachen Grund, dass ich natürlich jeden Tag tätowiere und ehrlich gesagt auch froh bin, dann am Wochenende mal keine Farbe zu sehen. Ja. Und Tattoos sind permanent, ne? So eine Wand ist auch dann schnell mal, ja, wieder so, wie sie ursprünglich war, ja. Und da fehlt mir mittlerweile der Reiz einfach, muss ich sagen. Das habe ich mich nämlich schon immer gefragt, weil das ist für mich auch so eine Geschichte, weil wir haben bei uns auch eine relativ aktive Szene und auch 2-3 große Walls hier, wo wir malen können. Unter anderem auch, was ganz witzig ist, eine, wo man Güterzüge sprühen kann, legal. Okay. Aber es ist halt wie immer bei so einer Wall, es kommt halt, wenn du nicht was richtig Krasses hinmachst, kommt irgendein Dupti und übermalt das nachher. Und ja, wie du schon sagst, ne? Das kann in Berlin hier innerhalb von einem Tag passieren, ne? Ja. Also kannst du froh sein, dass du noch ein Foto gemacht hast und am übernächsten Tag wird dein Bild wieder weggemalt, ne? Und ist einfach schade, ja. Also wir haben jetzt auch hier um der Ecke, 2 Minuten entfernt, eine große Wand direkt an der Hauptstraße. Mhm. Kann passieren, dass dann 2 Tage später, wenn nicht gerade Winter ist und keiner Bock hat, sich hinzustellen, dass das Bild ganz schnell wieder weg ist. Ne? Krass. Wenn man sich dann den ganzen Tag den Allerwertesten aufgerissen hat und derjenige, der dann rüber malt, weiß es nicht zu schätzen. Ja. Aber es ist halt eine freigegebene Wand. Jeder darf malen, wie er will, was er will. Ist ja ein freies Land. Jeder kann machen, was er will. Ja. War das früher... Tätowieren kann es nicht so schnell passieren, ja. Nee, das stimmt. Das ist ja nach wie vor beim Tätowieren noch ein Affront, wenn man einfach in das Tattoo von wem anders reingeht. Es sei denn, also ich glaube, ist das bei dir so, wenn jetzt jemand so in deine Arbeit da anschließt, dass du das kacke findest? Oder also kommt es drauf an, wie es aussieht?
Warum? Ist doch cool. Dazu ist ja eine Tätowierung da, damit es immer weitergeht, bis es nicht mehr geht, ja? Ja. Also das ist überhaupt nicht so. Ich schließe auch an andere Tattoos an. Das ist mir vollkommen Mumpe, ne? Also ich habe so eine Story gehört, ja, Tätowierer, die nicht Schattierung bis an andere Tattoos ranmachen, dass damit ihr es alleine dasteht und ja, das ist noch rauskommt, aber kann ich nicht nachvollziehen, die Einstellung, aber ist okay. Wie gesagt, jeder kann machen, wie er will. Aber ist halt nicht meins, ne? Also man muss ja auch ein bisschen den Kunden auch verstehen. Ja, ich meine, der will keine Hautfläche mehr zu sehen haben, ja, damit ich das nachvollziehen kann. Und da muss man halt auch mitarbeiten. Also da ist man auch, ne, manche haben so die Einstellung, irgendwie nicht Dienstleister zu sein, hatte ich auch früher, ehrlich gesagt. Da kriegt man so leichte Höhenflüge auch mal. Aber am Ende des Tages sind wir Dienstleister. Wir machen Tattoos für unseren Lebensunterhalt, ja. Ja. Wir müssen davon überleben und das am besten bis zum Lebensende, ja. Und da kann man nicht immer so schwammig rumlamentieren und den Künstler jeden Tag raushängen lassen, ja. Ja, ich finde, das ist, also findest du, das hat sich so ein bisschen verändert auch, dass es so ein Paradigmenwechsel gab jetzt über die Jahre, dass du halt, also wirklich, es hat ja, also als ich angefangen habe zu tätowieren, seit 2010 waren halt so, da war dieses ganze Custom-Ding noch am Start. Jetzt gibt's das ja mittlerweile eigentlich nur noch. Also du gehst ja in keinen Laden mehr und suchst dir was vom Flash aus. Also zumindest kenne ich jetzt keinen, wo das so der Fall wäre. Ja, na klar hat sich's verändert, weil einfach bei so vielen Tätowierern, jeder sucht sich aus, was er am liebsten macht, am besten kann. Und Allrounder, ne, also wer fängt jetzt an zu tätowieren und denkt so, ach komm, ich will Allrounder werden, mach jetzt alles, was es gibt. Von Tattoo-Stil, ne? Kenne ich niemanden eigentlich. Nee, bei mir hat sich das auch geändert. Früher habe ich das gemacht, weil ich halt musste, ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, boah, ich gehe halt in diese Lettering-Schiene rein, weil das liegt mir am meisten, das macht mir am meisten Spaß. An Realistik habe ich mich auch mal versucht, ein paar Mal. Mache ich zwischendurch mal ganz gerne, aber die Sachen, die ich mache da, die sind okay. Im Vergleich zu, was ich bei dir und bei anderen sehe, ist das natürlich Schrott, aber, also nicht Schrott, aber das ist halt so ein ganz anderes Level. Und finde ich es schon cool, dass man sich halt spezialisieren kann. Und das gibt ja eigentlich schon wieder fast so diesen künstlerischen Aspekt her. Ja, na sicher, na klar. Aber wie gesagt, man sollte trotzdem noch mal die Kirche im Dorf lassen und auch mal ein bisschen auf den Kunden eingehen. Klar, ich werde jetzt nicht anfangen. Also ich mache auch nicht alles, natürlich nicht, ne? Also bei weitem nicht. Ich lehne auch Realismus-Sachen ab, wenn mir das Motiv jetzt nicht so. Mache auch keine Schriften und so. Aber nicht gegen Schriften. Ich liebe Schriften, gerne angehen. Aber du weißt selber, normalerweise kommt dann jemand in einen Laden rein und will einen kleinen Namen aufs Handgelenk haben. Und aus Erfahrung, die kleinsten Tattoos sind die anstrengendsten. Ist so. Nicht vom Tätowieren, sondern von der Vorbereitung, ja. Ja, auch weil von den Leuten öfters. Richtig, ich meine, ne? Du weißt, was ich meine, ne? Die Schrift muss nicht mich zu lesen. Nein, geht nicht. Die steht auf dem Kopf. Rumdiskutiere bis zum Get-No. Ja, da ist man bei großen Tätowierungen ist man einfach ein bisschen freier und die Kunden wissen, worauf sie sich einlassen, mit wem sie sich, auf wen sie sich einlassen. Und da hat man viel mehr freie Hand als bei kleinen Designs, finde ich. Ja, das finde ich auch. Weil das ist ja schon witzig, ne? Dass größere Tattoos natürlich aufwendiger sind, aber in der Vorbereitung und Planung, da kommt es halt auch nicht auf einen Millimeter an. Ne? Es ist ein bisschen zu weit rechts, bisschen zu weit links. Es ist bei einem großen Tattoo scheißegal. Ja, und bei sowas lasse ich mir dann auch nicht drinreden, ne? Ist ja auch klar. Also, wie es für ein Porträt positioniert werden muss, dann geht ja nicht, dass ein Kunde dann sagt, du, das muss 1 Zentimeter weiter nach links. Nee, ich sehe das schon selber, wo ich hin muss. So funktioniert es auch, ne? Sonst würde nicht so eine Arbeiten zustande kommen. Machst du hauptsächlich, also ich gehe mal davon aus, ich kenne ja nun, wir haben ja zumindest eine gemeinsame Kundin, über die wir uns witzigerweise auch kennengelernt haben. Das heißt, kleiner Kontext auch für die Leute, wir tickern immer mal so ein bisschen hin und her auf Instagram, aber heute ist tatsächlich, ich sehe dich das erste Mal, wie du aussiehst. Übrigens, geiler Pulli, feier ich. Was machen wir? Ich wollte es gerade sagen. Und es ist tatsächlich unser erstes Telefonat, was direkt mit Technikproblemen angefangen hat, dass du dir jetzt wahrscheinlich auch denkst, Mensch, ich dachte aber, der Mann kann das viel besser. Naja. Cool. Alles gut. Wie gesagt, das ist ja ein Technikproblem, das hat nichts mit dir zu tun, denke ich. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Du machst, nehme ich an, auch hauptsächlich wahrscheinlich große Projekte wie jetzt Sleeves, Rücken, Front vielleicht, könnte ich mir noch vorstellen. Oder machst du auch mal kleinere Sachen? Ja, kleinere Sachen schon, na klar.
Also solange halt meinen Tag ein bisschen ausfüllt und Spaß daran habe, ne? Also so ein Porträt mit ein bisschen Hintergrund, was dann noch weitergeführt werden kann, ist, ja, ist ein kleines Tattoo, ist ein großes Tattoo, weiß ich nicht. Also ich fand es lustig, wie Beispiel letztens, schöne Grüße an Peter Helgers, der hat ja einen Preis gewonnen in Paris. Ja. Best Small. Das war ein Tattoo vom Knöchel bis zur Kniescheibe fast. Ja. Ja, die ganze Wade Außenseite. Soweit ist dann heutzutage Best of Small, ja. Also damals ja. Habe ich mir das Best of Small gewonnen. Handflächengroß. 10 Zentimeter große Tattoo, ja. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, ob es in Paris oder in Mailand war. Da habe ich Peter auf beiden Messen auf jeden Fall gesehen. Und irgendeine von den beiden Messen, ich kann mir fast vorstellen, dass es Paris war, hatte so Männchen drauf, also so Piktogramme praktisch, wo drauf steht, was klein und was groß ist. Ah, okay. Und da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, was natürlich bei diesen Sachen immer abräumt, da brauche ich mit Lettering gar nicht anzukommen, egal wie geil das ist. Es ist immer Farbrealistik, immer. Ja, es ist wirklich so. Also hat man das, ist natürlich übelst krass so an Qualität, die gerade geboten wird. Ja. Ja, und die Tattoos werden immer größer, ja. Also da sieht man ja jetzt mittlerweile nur noch 1 Meter mal 20 Zentimeter Latschen, die das halbe Bein weggemäht hat. Das macht natürlich Eindruck, ja. Ja, aber es ist halt auch viel Show dahinter, ne? Muss immer was ich auch, ein bisschen kritisiere und ja, wo ich so ein bisschen auch raus bin, ehrlich gesagt, ich stelle mich dann lieber daneben und beobachte, guck auch mal zu, aber ich muss jetzt da nicht mitmachen. Mir ist viel zu viel Stress. Also ja, vielleicht ist es bei den Leuten anders, aber mich würde einfach unglaublich stressen. Nicht nur die Leute um mich rum. Also wenn wir jetzt gerade bei Conventions sind, habe ich eben ein Problem mit Menschenmengen, mit Leuten, die jetzt unbefugt mir in die Arbeit reinquatschen. Muss ich ehrlich so sagen, ich brauche halt meine Ruhe. Mehr oder weniger. Es ist mal okay zwischendurch, aber wenn ich gerade in so einem Farbrausch bin, dann brauche ich sowas nicht. Halt. Und ich finde halt, es geriet ein bisschen aus den Fugen, was einfach dieses Monströse betrifft. Ja. Ich will jetzt ja nicht von der Hygiene sprechen, wenn 50 Meter Tattoos auf der Bühne gehen, unabgedeckt an Hunderten von Menschen, die da aufgucken, wahrscheinlich noch anfassen, manche, die ein bisschen was im Tee haben. kennt man ja alles, ne? Oh, zeig mal, Touch, angefasst das Ding. Und ich weiß nicht, mal sehen, wie lange das noch gut geht, ne? Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. So gut, wie ich es finde, und es ist super für die Zuschauer und für die Community. Jeder will geile Tattoos sehen und haben, aber am Ende ist es eine große Show, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja. Ich frage mich manchmal, wie das dann sich entwickelt. Ich weiß, wie lange tätowierst du jetzt? Du bist doch bestimmt auch schon 20 Jahre dabei, oder? 16 Jahre sind es jetzt. 16. Ach, krass. Okay. Sind wir gar nicht so weit auseinander. Vom Alter. Ich würde dich, warte mal, ich weiß es nicht. Soll ich mal schätzen? Ich schätze mal. Ich sag, du bist 42. Ach, krass. Nee, ich muss, da muss ich was tun. Ich bin 41. Aber gut, scheiße, ein Jahr ist in Ordnung, finde ich. Um ein Jahr kann ich mich vertun. Du bist Mitte 30. Ja, ich bin Mitte 30, ich bin 34. Ja, so ist das. Aber wenn man, das ist ja eigentlich ganz cool, weil dann hat man ja auch so ein bisschen so, kommt aus derselben Zeit, aus derselben Generation, wo man angefangen hat zu tätowieren, sage ich mal. Und wenn du sagst, Conventions, Menschenmassen sind nicht so dein Ding, finde ich witzig, weil für mich ist das so ein bisschen das Salz in der Suppe, ehrlich gesagt. Also jetzt auch durch Covid, durch diese ganzen Sachen, ich finde das schon geil mit den Messen. Ja, du kennst noch vom Anfang, das ist schon, das pusht halt ungemein, ne? Also ich war tierisch immer unter Strom, wollte das Ding fertig kriegen, habe aber trotzdem Kopfhörer aufgehört, weil mir diese Räuschpegel einfach missfällt. Und ich kann auch nicht mit Großraumstudios viel anfangen. Ist mir einfach viel zu viel Gewusel. Und ich möchte nicht jede Gesprächsthemen von jedem mitkriegen. Ne, ich bin da in meiner eigenen Welt. Ja. Ne? Auch so, ja, also auch was Musik betrifft. Ne? Ich kann auch nicht jede Musik von meinem Tätowieren kriegen. Was hörst du für Mucke beim Tätowieren? Ist schon unterschiedlich. Von Jazz bis Hip-Hop. Aber auch mal gerne 80er Jahre, ja. Feier gerade übelst doll. Oh, 80er Jahre finde ich aber cool auch auf jeden Fall. Das macht schon Bock. Mann, sind die jetzt überhaupt. Also, ne, alles, was danach kam, so klar, ein paar aus dem 19, 2000 ging noch ein paar Sachen, aber nicht viel. 18 ist schon, hat schon geknallt. Ne? Ich habe gehört, dass man sich so ein bisschen
irgendwann festfährt bei Musik und dann halt bleibt man so wirklich in seiner Generation und zieht sich halt auch nur noch das rein. Ich merke das auf jeden Fall bei mir selber, ja. Und früher mal so gedacht, wenn wir die alten Leute gesagt haben, ach, jemand und eure Hottentottenmusik. Ja, gut, aber wenn man jetzt so neu hört, dann, also da denke ich genauso, ne? Ich gehe mal davon aus, da du Berliner bist offensichtlich und mit Graffiti zu tun hast, dass du auf jeden Fall auch dich ein bisschen mit Hip-Hop auskennst. Ja, also ich wohne 5 Minuten vom Märkischen Viertel. Ah ja, okay, alles klar. Also wir haben die Tapes von Sido etc. haben wir schon gehört. Da war noch nicht die Rede von irgendeiner Karriere. Krass eigentlich, ne? Ja, ja. Wenn du die jetzt noch hast, da hast du... Untereinander rumgegeben und überspielt. Genau, und dann irgendwann kam dann der Durchbruch von den Leuten. Die sind wahrscheinlich richtig was wert jetzt heutzutage. Auch witzig, 2 Minuten von mir baut gerade, klar, was kann man ja sagen, massiv baut gerade bei uns um der Ecke ein Haus. Ah. Mhm. Ja, klar, man kriegt so mit, ne? Aber ja, dieses ne, Gangster-Rap, ja, ist halt auch so ein bisschen. Ja, ich meine, was ist. Auch, ne? Man wird älter, irgendwann kann man sich damit nicht so identifizieren. Die Frage ist auch so, die Inhalte sind ja bei den Texten eh immer dieselben. So, ich push Koks, ich hab Nutten laufen so und dann denkt man sich halt irgendwann so, boah, Gän, Alter, das habe ich 1000 Mal gehört, du kannst nicht rappen, du probierst das halt durch Aggressivität und dein Tough-Guy-Gehabe irgendwie. Naja, na klar. Ne? Und passt wir haben ja in meiner Alltagsstimmung, ne? Warum soll ich mir was anhören von Drogendealen? Machst ja nicht. Ja. Ich habe auch wenig mit Menschen zu tun, außer ein paar Kunden. ja, ist nicht meine Welt. Ne? Nee, meine auch nicht. Vielleicht liegt es auch da. Ja, so Blumentopf oder so, ne? Mittlerweile, also ich höre es jetzt nicht, aber die Texte so wird voll feiern, wenn wieder Leute so eine Musik machen, ne? Ja, ich kann mir auch vorstellen, ich wollte nämlich gerade irgendwie so, hab geguckt, wie ich die Brücke dazu schlage. Ich war letztens mal auf einer Hip-Hop-Show, die ich richtig cool fand und das war von OG Kimo. Weil bei Kimo war ist es so, der hat halt einen ganz eigenen Style und halt wirklich die Texte sind cool, das mag ich da dran, weil der hat halt, die haben so ein bisschen so Tiefgründigkeit. Okay, sagt mir jetzt gar nichts, ehrlich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Album Mann beißt Hund. Okay. Und ja, das mit Jazz finde ich auch cool zum Arbeiten. Ich habe jetzt für mich mittlerweile rausgekriegt, also ich höre bei, das ist ja der Vorteil, wenn man einen eigenen Laden hat, so, weil da kann ich einfach reinkommen und ich ändere einfach die Musik, wenn sie mir nicht passt. Das ist das Schöne daran. Ja. Der größte Vorteil an einem Laden. Und momentan höre ich sehr gerne Flitz und Suppe heißen die. Das ist so ein deutsches, auch glaube ich, deutsche Produzenten sind das und das ist so ein bisschen so Lo-Fi-Hip-Hop. Ja, genau, mag ich. Also so Fahrstuhlmusik oder auch Cinematic Orchestra mochte ich auch super gerne immer zum Arbeiten, auch geil. Es geht auch so ein bisschen in so eine Jazz-Soulige Richtung. Mit was für einem Setup arbeitest du? Du meinst Tattoo Machine? Genau. ich nehme gerade für Farbe die Cheyenne Unlimited. Ah. 4.0. Für Schwarz-Grau-Schattierung die Quadron Equalizer 3,5. Hab aber auch von FK Irons natürlich. Also natürlich, weil ich mal mit denen ein bisschen was kooperiert habe. Auch gerne mal. Allerdings sind mir diese ganzen Akkus durchgeknallt, ne? Also diese echt verbauten Akkus, da halte ich jetzt überhaupt nicht mehr von. Die sind mir direkt nach 1,5 Jahren wieder einfach nicht mehr angegangen. Ja, das ist kacke. Ne? Und für über 100 Euro so ein Teil muss man nicht haben. Also dann lieber die zum Wechseln. Also auf jeden Fall komfortabler. Und ja, also das, was funktioniert. Ne? Werbung. Freunde, ich möchte heute ein kleines bisschen über unsere Freunde noch von Killer Ink Tattoo Supply reden, die uns in dieser Folge dankenswerterweise wieder unterstützt haben. Und den meisten muss ich Killer Ink Tattoo Supply, glaube ich, gar nicht näher bringen. Das ist der führende Tattoo Supply in Europa mit einem riesen Angebot an Sachen. Bei Killer Ink bekommt ihr zum Beispiel Cheyenne Tattoo Equipment, ihr bekommt FK Irons Maschinen, ihr kriegt Kurosumi Farbe, ihr kriegt alles an Farbe, was ihr euch erträumt, alles Reach-konform.
Plattformen, alles super schnell geliefert. Und weil wir natürlich auch an euch denken, haben wir euch einen kleinen, aber feinen Deal ausgehandelt. Und zwar gibt es für alle Neukunden, das ist wichtig, also auf die erste Bestellung bei Killer Ink Tattoo Supply 10% Rabatt komplett auf alles. Ist das kein Angebot, Freunde? Wenn ihr euch zum Beispiel bei Cheyenne eine Sol Nova Unlimited kauft, sind das immerhin 100 Euro Discount, die ihr bekommt. Sagt ihr jetzt, jo, Maschine habe ich schon, ich brauche was anderes Cooles. Dann gibt es ja zum Beispiel das Sniper Tattoo Fotografie Set, was ihr sicherlich auch schon gesehen habt, was super hochwertig ist, muss man sagen, wo ihr auch mit dem Rabattcode alleine schon 40 Euro spart. Das ist schon, denke ich mal, ein gutes Wort. Und aus diesem Grund möchte ich euch jetzt nochmal nahelegen, besucht die Seite, wenn ihr noch nicht drauf wart, www.killerink.com. Kauft euch da, was ihr wollt, macht eine schöne Bestellung fertig und dann gebt ihr den Code TFTN10 ein und spart 10% auf eure erste Bestellung, auf das komplette Sortiment, und das läppert sich schon, wenn man ein bisschen mehr bestellt. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ich bin selber auch Kunde da mit meinem Studio. Wir haben super viele Sachen und vor allem eine Menge Auswahl. Das ist nämlich das, was immer so ein bisschen das Problem ist, dass man sich sämtliches Equipment sonst in verschiedenen Shops zusammenkaufen muss. So nicht bei Killer Ink. Deswegen nochmal www.killerink.com. Gebt da den Code als Erstbestellung, wohlgemerkt, nochmal ganz wichtig, TFTN10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Shownotes. Dankeschön. Werbung Ende. Hast du sonst vorher immer, also hast du auch schon mit Spule gearbeitet? Bestimmt, als du angefangen hast, oder? Die ersten 1,5 Jahre circa. Jeden Samstag uns hingesetzt und sauber gemacht, ganze Prozedere. Jo. Mist. Das ist auch richtig. Ja, Gott sei Dank kam dann die Cheyenne, die erste. Die habe ich mir dann geholt. Mit der lustigen Werbung in der Zeitung mit dem Indianer. Ja, das kann ich mich auch noch dran erinnern. Na, war schon witzig. Aber war auf jeden Fall ein Durchbruch, ne? Also ich habe immer gesagt, wir durften nicht zu viele hören, wahrscheinlich immer noch nicht. Aber mittlerweile wissen es ja alle. Jeder, der so ein bisschen zeichnerisch Talent hat und Bock darauf hat, der kann mit so einer Maschine tätowieren, ne? Bin ich der Meinung. Das war mit Spule ganz anders, ne? Da musste man schon, also nicht nur wegen dem Gewicht, sondern auch mit dem Verhalten, ne, von dem Gerät. Das ist ganz anders. Ne? Dass du halt diese Acht hast hinten an dem Hammer, ne, wenn der halt, dass du da siehst, wie die Maschine richtig eingestellt ist. Die Stellung schon alleine, ne. Also wir wissen nicht, wie viele Leute jetzt noch Bock darauf hätten, da, ne, ab und zu mal da dran rumzufummeln und überhaupt zu wissen, warum man da rumfummelt gerade, ne? Das Schlimmste war, als mir sind dann ein paar Mal die Federbleche durchgebrochen und dann, du weißt auf jeden Fall, dass die, dass du die Maschine nie wieder so eingestellt bekommst, wie du sie mal hattest eigentlich, ne? Ja. Das ist echt das Problem. Mhm. Ja, deswegen mag ich das auch nicht mehr so. Also gerade wenn man viel unterwegs ist, finde ich, sind die ganzen Cartridge-Systeme auch einfacher. Aber du hast natürlich absolut recht, so mittlerweile, dadurch, dass es da auch nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, außer jetzt die Voltzahl und vielleicht, dass man sich einen Hub aussucht, ist das schon easy. Ja. Was hältst du von den ganzen, also ich meine, gerade Berlin ist ja jetzt auch super krass überlaufen, finde ich, mit Tätowierern. Also zumindest von dem, was ich höre, alle verpissen sich jetzt gerade aus Berlin. Ist für dich als Berliner natürlich schwierig, weil wo willst du hin? Ganz cool, ja. Aber ja, genau, für dich ist cool. So, aber merkst du da was von oder ist so, nö, das ist eins wie immer. Nee, so dass du, also von den Kunden her, dass es einen Einbruch gab, wie jetzt auch, wir hatten zum Beispiel Ende letzten Jahres echt richtig zu tun mit Anfragen, dass wir wirklich hasseln mussten, dass da was reingekommen ist, und man merkt das schon so, dass so generell, ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass Interesse an Tattoos zurückgeht, aber auch durch die Vielfalt an Leuten und wo die sie sich halt aussuchen können, dass das halt dann schon etwas schwieriger geworden ist. Ja, also ich krieg's mit, auch durch deinen Podcast. Aber, also ich hatte letztes Jahr so eine Phase von Sommer bis Oktober, wo fast keine Anfrage reinkam, über 3-4 Monate, wo ich dann schon dachte, Mensch, was geht denn jetzt so? Ich muss ja, ne, ich kann ja nicht nur abarbeiten, da muss ja auch so ein Neues drin kommen. Wobei, ich muss mal sagen, das ist ein Luxusproblem, ne? Ich war dann mal nur ein halbes Jahr ausgebucht, ne? Ich bin so seit 12-13 Jahren eigentlich immer ein Jahr ausgebucht. Krass. Und das aber auch nur, weil ich Stopp einlege, ne? Weil ich irgendwann sage, Leute, ich muss jetzt abarbeiten, meldet euch mal bitte im Juli nochmal, dann für nächstes Jahr. Ja. Letztes Jahr war dann so eine kleine Flaute, ne? Und ich krieg dann gleich so ein bisschen Panik, weil ich so ein bisschen anders gewöhnt bin natürlich. Mhm. Und prompt ab Oktober, November ging es dann auf immer wieder los, ne? Wo ich dachte, okay, krass, was ist denn jetzt schon wieder los, ne? Also
ne, ohne Ende Anfragen. Jetzt nicht zu viel, aber so, dass ich weiter gut planen kann. Ja, und nicht in mein komisches Existenzängste rutsche. Weil ich glaube, das ist auch normal, auch gerade als Selbstständiger, da weiß man auch irgendwann nach einer Zeit so, es gibt einfach mal Hochphasen, es gibt mal Tiefphasen. Und wenn du jetzt, ich für meinen Teil zum Beispiel, ich bin das einfach gewohnt gewesen, weil ich bin noch nie länger als 2 Monate im Voraus ausgebucht gewesen. Deswegen weiß, also ist das für mich einfach Daily Business, mit reinzuhauen dann. Aber ich hätte auch, glaube ich, keinen Bock da drauf. So, also machst du einen Terminvergabetag, wo du dann wirklich nur an dem Tag Termine vergibst, oder? Nee, also so, das kann auch jeder machen, wie er will. Ich finde das auch ein bisschen seltsam für die Kunden, finde ich. Ne? Also wer stellt sich jetzt einen Wecker und sendet um 0 Uhr eine E-Mail? Ich vergebe permanent Termine. Bloß wenn halt der Kalender voll ist, ist er voll. Ne? Also ich mache das ja soweit voll. Und dann gebe ich mir immer so ein Datum. Jetzt ist es zum Beispiel, ich bin ausgebucht dieses Jahr und vergebe jetzt ab Juli die Termine für 2025. Krass. Ne? Und wenn, da sage ich dann irgendwann, gut, Leute, lass mal jetzt ein bisschen, stopp, so meinetwegen bis Mitte des Jahres, Juli, August meinetwegen, und sagt dann, meldet euch mal bitte Ende des Jahres nochmal und dann kann ich planen, wie das restliche Jahr, wie das gestaltet wird. Ne? Also ich plane ganz normal wie ein Arbeitnehmer meinen Urlaub ein. Ah, okay. Zwei, drei Wochen im Winter, 4 Wochen im Sommer, ab und zu mal 1, 2 Tage frei. Und beziehungsweise jetzt streiche ich mir die Freitage meist alle raus und weil ich es einfach brauche, die 3 Tage zur Erholung. Und ja, Business, gell? Ja, aber finde ich cool, das mal zu hören, wie das ist, weil das würde mich, also wenn ich jetzt anfangen würde und würde mir meine Termine so weit im Voraus legen, wäre für mich die allererste Frage erstmal, wie kriege ich das hin, dass, also wie plane ich dann meine Pausenzeiten ein? Das ist eine große Challenge, vor der ich jetzt stehe, weil ich merke jetzt halt 5 Tage die Woche dann auch jetzt, mich hat es auch deswegen umgescheppert, weil ich mir einfach nie Pause gönne. Mailand, von Mailand nach Jena, von Jena wieder nach Paris, Paris nach Jena, am nächsten Tag geht's direkt wieder weiter mit Arbeiten. Mhm. Und wie machst du das dann? Planst du dir auch so Pufferwochen ein, dass du halt weißt, wenn mal was ist, dass du das, weil ich stelle es mir schon schwierig vor, sagen wir mal, du musst jetzt eine Woche absagen von irgendwas. Und du willst wahrscheinlich dann nicht in deinen Urlaub davon Zeit nehmen, sondern wie machst du das dann, dass du das einplanst, dass du die Leute theoretisch noch reintun könntest, zeitnah? Also in erster Linie darf ich nicht krank werden, ne? Das geht uns allen so. Die erste Idee, die Sinn macht. Dann genau deswegen bin ich halt auch nicht der Convention-Typ, weil es stresst einfach, ja? Diese Drumherreise. Und den Alltag dann wieder reinzukommen, die ganzen Sachen auszuräumen, einzuräumen. Deswegen lasse ich halt sowas sein, viel reisen. Und wo waren wir? Genau, bei den Puffertagen. Ich darf nicht krank werden, wenn es passiert, passiert's. Ich bin auch nur ein Mensch. Auf Tattoos warten ist ein Luxusproblem. Bis jetzt hat es immer geklappt, dass, ne, es gibt doch Leute, die immer absagen und auch mal Großprojekte, wo dann auf einmal 5 Termine wieder frei wären. Da hat sich bis jetzt immer wieder was ergeben, ne? Planst du das dann in einem durch? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, er will erstmal anfangen und er will tendenziell den ganzen Oberarm haben, will jetzt aber erstmal fragt für ein Projekt auf dem Oberarm an, planst du dann direkt so viele Termine für den ganzen Sleeve ein? Na, wenn er mir sagt, er will nur auf dem Oberarm anfangen, dann fangen wir erstmal auf dem Oberarm an. frag ihn, wann er weitermachen will. Ja? Ist mir egal, ob wir nur 2 Termine im Jahr machen oder alle 3 Wochen. Ja. Der kommt. Das ist mir Mumpe, ne? Ja, das stimmt. Da machst du aber auch bestimmt nicht so Sachen wie mehrere Tage hintereinander, oder? Doch, gibt's auch. Ist weniger geworden. 2 Tage klappt ganz gut. Verrückteste Geschichte hatte ich. Ist natürlich auch nicht so gesund. Würde ich auch nicht nochmal machen. Gab aber keine Probleme. Waren 7 Tage am Stück. Alter. 4 Tage, dann nur Wochenende, nur eine kleine Pause. Und dann nochmal 3 Tage. Alter. War schon hardcore. Aber der kam aus Frankreich, der Kunde, ist auch immer noch ein guter Kunde von mir, der kommt 2-mal im Jahr. Doch, wir machen jetzt immer 3 Tage. Aber auch nur, weil er das will. Ich sage ihm immer, du, 2 Tage reichen. Er kriegt es. Versteht's nicht. Aber 7 Tage ist krass auf jeden Fall. War übel. Er wollte erst 10 Tage, ne? Und da hat gesagt, stopp mal, ne? Lass uns mal 7 Tage machen. Ja, genau, 7 Tage ist auch okay. Völlig bescheuert eigentlich, ja. Wir haben in den Tagen 5 Porträts gemacht. Beide, wie war denn das? Haben wir Bilder, Hände gemacht?
Nee, wir haben eine Hand gemacht, zwei Tattoos nachgearbeitet, die er schon hatte, überarbeitet. Und nach den 7 Tagen sah er aus wie nach einem Motorradunfall, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wurde Arme bandagiert, wurde von Tag zu Tag blasser. Ich sag, du musst was essen, ne? Du musst Vitamine essen, ne? Push dich richtig abends. Ja, ich esse Döner abends. Und der ist nun wirklich nicht für seine Vitamine bekannt. Ja, am Anfang, am ersten Tag kam er noch mit gegelter Frisur. Am dritten Tag kam er nur noch mit Basecap. Ne? Das war schon eine krasse Aktion. Aber hat funktioniert, ist super verheilt alles. Und ja, er ist glücklich. Machst du, was ist so deine Aftercare-Routine? Also benutzt du sowas wie Tattoo Armor oder nimmst du Suprasorb oder bist du noch oldschool mit Frischhaltefolie unterwegs oder sagst, da muss Luft dran, da geht gar nichts drüber? Also im ersten Studio, wo ich angefangen habe, mein Kollege, der hat 99%igen Alkohol raufgekippt. Oh, geil. Zum Beispiel, weil ich lustig finde, wegen oldschool. Nee, Frischhaltefolie ist dann seit, weiß nicht, 3 Jahren auch nicht mehr aktuell. Ich nehme jetzt natürlich selbstklebende Folie, Suprasorb etc. Aber muss sagen, nachdem ich mich habe letztes Mal auch selber tätowieren lassen und manche Kunden auch sagen, manchmal klebt so ein bisschen fest und dann ist dann wie so eine kleine Brandwunde. Mhm. Und ich hatte selber, dass sich dieser Flüssigkeitssack gebildet hat, ich die Flüssigkeit rausgedrückt habe, aber das darunter nicht getrocknet hat. Mhm. Normalerweise soll ja die Flüssigkeit raus und dann trocknet es weg. Ja. Hat es halt nicht bei mir, ne? Und dann habe ich die Folie halt nach 2 Tagen abgemacht, aber das Tattoo war halt dann verschorft, ne? Ja, das ist aber nicht so cool. Natürlich mit Pflegen gut hingekriegt, aber es ist halt nicht so Sinn der Sache. Ich finde diese Tattoo-Armor-Geschichte, glaube ich, ist eine feine Sache und wird, glaube ich, in Zukunft wirklich was bringen. Allerdings muss man natürlich auch mit dem Kunden viel mehr reden, weil die haben natürlich am nächsten Tag die Pflicht, das zu verbinden und zu versorgen, ne? Ordentlich. Ja, und das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Ich nehme das Tattoo Armor super gerne, wenn ich jetzt größere Projekte über mehrere Tage habe. Ne, gerade jetzt auf Convention 1A funktioniert super. Mhm. Aber ich habe, das war auch immer bei der Frischhaltefolie das Problem, dass die Leute in der Regel zu doof sind. Oder ich sag mal nicht zu doof, aber wir haben schon einen großen Prozentteil derer, die einfach das nicht hinbekommen, wenn du denen sagst, mach das bitte so und so. Gerne, weil sie auch nicht zuhören, ne? Ja, aber es ist auch manchmal, das ist super, da habe ich mir auch gedacht, bei meinem Azubi auch damals, ne, als der angefangen hat bei uns und wir so die Hygiene-Basics gemacht haben, ne, wo ich daneben stand, ich mache das immer ein Handschuh und kein Handschuh, die Sache. Und wenn ich dann ihn sehe und dann packt er wirklich mit seiner Hand halt die kontaminierte Fläche an und man selber macht und dann, ja, was war denn jetzt los? Ja, hier, angefasst, ah, scheiße, direkt wieder. Ja. Oder sagst, Mann, Alter, das ist doch auch nicht so schwer eigentlich. Aber ne, du, das ist Routine halt für uns. Wenn Kunden in einer Pause ihr Tattoo begutachten und mit der Hand auf einmal dran sind. Oh, ne? Schlimm. Also habe ich immer wieder, ne, weil ich denke, ey, Pfoten weg, warum fässt du da jetzt an? Ne? Ne, man selber achtet da penibel drauf und der Kunde denkt so, ach komm, ich habe mir doch gerade die Hände gewaschen. Auch so, also 2 Sachen, die mir mal passiert, also einmal der Klassiker, wenn man Frischhaltefolie drum macht, wenn man zwischendurch was macht und der Kunde macht, will sie selber abmachen, einfach aus Freundlichkeit. Mhm. Für all die Leute, die Kunden, die jetzt zuhören, Finger weg, ihr fasst das einfach nicht an. So, wenn irgendwas gemacht werden soll, das macht der Tätowierer alles selber. Oder jemand hat einfach an meinen Arbeitsplatz gegriffen, weil ich bin manchmal auch ein Schwein und lasse da meine Tücher und so da drauf liegen oder so, ne, und schmeiß die nicht weg, sondern vielleicht brauche ich die ja gleich nochmal und hat das genommen und in den Müll geworfen. Ich habe den wirklich, da ist mir alles entglitten, da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, das hast du jetzt nicht gemacht. Sag, komm, hier ist erstmal schön Händedesinfektion und ich sag, du fasst nie wieder hier auf die Fläche, weil das am ist besten, IBA. Am besten fässt dir gar nichts mehr. Genau, richtig, am besten fässt dir gar nichts. Da kannst du durchstöbern, aber sonst. Ja, nee, ist der tägliche Wahnsinn, ja. Aber die Tücher müssen direkt weggeworfen werden. Ihr kennt das von mir. Man legt es einfach mal schnell daneben im kleinen Knäuel. Lustig, gestern habe ich festgestellt, nach 2 Stunden, als ich erst den Tool gebraucht habe, das immer noch in der Hand habe. Auch immer komisch bei Schwarz-Grau, ja, finde ich immer faszinierend. Also, weil man da so wenig braucht, ne? Ja, man spart halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt sogar so gemacht, ich habe mir, weil auf Convention gibt's ja immer richtig beschissenes Ceva oder dann halt eben kein Ceva, sondern irgend so ein anderes Küchentuch. Ja. Und ich habe mir Ceva vorher gerissen und einvakuumiert, aus Platzgründen. Hat funktioniert, war der Shit auf jeden Fall. Es haben sich alle gefreut, die davon partizipiert haben, dass ich richtige Ceva dabei hatte. Das ist schon ein sehr smarter Move, muss ich sagen, weil du am besten
Am besten, du feuchtest sie noch vorher an. Das ist natürlich richtig King, wenn man das so macht. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht, weil meine Kunden wissen leider auch, ich vergesse das manchmal. Ich bin so ein Arschloch, was dann so trocken abwischt manchmal. Ehrlich, ja? So ein Rollpapier abwischen? Ja, ja, ja. Mir tut's ja nicht weh. Weißt du, wie ich meine? Ich bin dann im Tunnel. Na, lass dich mal wieder tätowieren. Ein paar Mal. Dann vielleicht wirst du dann irgendwann, ne? Warum ja, das auf jeden Fall. Das muss man definitiv tun. Das geht nicht anders. Das finde ich auch immer so ein bisschen weird. Habe ich gerade, ist mir das aufgefallen, das finde ich auch ganz witzig. Du selber hast gar keine sichtbaren Tattoos, oder? Nee, überhaupt nicht. Ne? Ich bin, ja, ich lasse mich nicht so gerne, ja, ich meine, heutzutage ist das eigentlich vollkommen egal, vollkommen mumpf, aber ich will nicht gerne abgestempelt werden, blöder angeguckt werden. Ich mag es total. Ich überlege auch immer noch, es wird wahrscheinlich auch passieren, mir die Hände zu machen. Vielleicht auch was am Hals, aber nicht zu groß. Aber bis dato hat sich's noch nie ergeben und ich bin auch so ein Typ, ich will auch mal nicht auf Tattoos gucken, ne? Also gerade so die Handfläche, man guckt ja immer rauf, ne? Und ja. Ich bin auch zum Beispiel gar kein Fan von Finger-Tattoos bei mir selber jetzt. Ich tätowiere so selber nicht mehr gerne. Mein Spezialgebiet. Dann so ein bisschen, lieber ein bisschen undercover, understatement als zu doll, weißt du? Finde ich aber cool, ehrlich gesagt, weil ich kenne viele Leute, die meisten sind halt schon relativ lange dabei, also wirklich über 20 Jahre, die das genauso haben, aber denen auch, die haben sich halt die Freiheit offen gelassen, wenn die halt ganz normal wie du jetzt Pulli an, ne, lange Hose, da sieht man gar nichts. Das sieht man dann erst wirklich, wenn die. Also viele vermuten dann immer so IT. Ja. Ja, ich würde passen auf jeden Fall zu dir, finde ich auch. Ja. Wo ich dann immer sage, nee Leute, meine Schulbildung ist null IT. Was hast du eigentlich gemacht vorher, bevor du tätowiert hast? Ich habe eine Maler-Lackierer-Ausbildung gemacht damals. War nicht so der Schulfreund, war immer da, mein Körper war da. Geistig sehr abwesend. Hab dann, früher war es so, mach eine Handwerker-Ausbildung, Handwerker, wenn immer ihr braucht. Maler, da macht man ja was mit Farbe, ne? Muss ja cool sein. Für jemanden, der Graffiti macht, da muss ja Maler, muss ja total cool sein. Ist jetzt nicht so ganz so abwegig auf jeden Fall. Kann mal ein paar Eimer mitgehen lassen. Sozial umschichten nennt man das. Fünf-Finger-Rabatt. So sieht's aus. Genau. Hab dann die Lehre durchgezogen, wusste aber, dass ich nie als Geselle arbeiten werde. Aber hat mich trotzdem weitergebracht. Ne? Man muss auch mal was durchziehen im Leben. Ich finde, daraus lernt man. Ich bin auch jemand, ich bin halt jemand, der arbeitet, ne? Also, diese Theorie-Ding war nie meins. Ich bin halt ein Macher. Entweder ganz oder ja nicht. War in meinem Leben jeden Monat arbeitslos und war gewollt nach dem Zivildienst. Weil ich kurz mal ein bisschen Urlaub haben wollte. Ansonsten wird durchgezogen, ne? Und, ja, dann habe ich mir keinen Bock mehr gehabt, natürlich auf Baustelle, wie gesagt, und hab eine Umschulung gemacht als Dienstleister im Luftverkehr. Bin dann, ja, auf dem Flughafen gegangen. 4,5 Jahre als Luftsicherheitsassistent. Ah, okay. Also du warst dann der Mann, der dann da die Scanner und so bedient hat. Unter anderem, ja. Also ich kann Röntgengeräte, kann deinen Koffer direkt ausleuchten und weiß, was da drin steckt. Weil ich fand es mega witzig jetzt, weil ich ja auch ein paar Mal geflogen bin, dass ich fliege sonst immer von Berlin aus und dass ich in Berlin immer noch meinen, obwohl das der neueste Flughafen ist, immer noch hier meinen Laptop und den ganzen Scheiß rausräumen muss, während ich das in Frankfurt und in München einfach gar nicht mehr muss. Okay, na, ist vielleicht ein bisschen sensibler hier. Manchmal kommt es auf den Laptop an, ne? Also unter so einem Röntgenbild, da sehen viele elektronische Sachen komisch aus. Wenn noch eine Masse da drunter ist, eine organische, eine orange, ne, da gehen Kabel durch, noch, am besten noch Kopfhörer, die oben drauf liegen, die am besten über der Apfelsine liegen. Naja, gut. Ja, auf dem Röntgenbild sieht es original aus wie eine Bombe. Da kann man auch schnell mal einen Knopf drücken und sagen, hier Leute, macht mir die Spur zu. Wir haben jetzt hier einen Verdacht, machen wir alle dicht, wir haben jetzt mal ein bisschen Pause kurz. Echt? Ja, ist das schon vorgekommen, dass sowas passiert ist? Ach, bei euch? Das ist Alltag gewesen. Ne? Also Standard war, dass man halt die Taschen noch mal ein bisschen gedreht hat und geguckt hat, wo halt die Kabel hinführen. Und wenn man sich nicht sicher war, dann musste man halt reagieren. Zumal wir ja damals, war halt so krasser Druck, wir wurden halt auch getestet. Ne? Da kam halt vom BMI, Bundesministerium, auch Menschen, die uns getestet haben, genau auf sowas. Ne? Und wenn du es nicht geschafft hast, dann musstest du halt Nachschulung machen und wurde es dann erstmal so ein bisschen, ja, runtergesetzt. Beiseite genommen. Seite genommen, richtig, ja. Aber hatte krass. Ich eine Situation, da hatte halt einer eine Knarre mit bei,
unten in der Hose versteckt. Ja, und da habe ich halt direkt drauf gedroschen, habe die festgehalten, habe kurz gerufen, da gibt es halt so ein Codewort, ne, damit dann die Bundespolizei anrückt. Ja, und dann geht's kurz zur Sache, ne? Aber es ist natürlich, wenn man weiß, was gerade passiert, also ein Test ist, dann ist natürlich ja alles klar und ja, gehört dazu. Ja, eine Knarre. Also, das war ein Test mit der Knarre. Ja, Test, ja. Also nie schlimme Situationen, dass ich irgendwas Schlimmes gefunden habe. Mal ein Schlachring oder so, ne? Aber mein Gott. Es war halt ein Berlin. Brauchte ich, weil ich eine Wohnung und ein Auto hatte. Ich muss ja über der Runde kommen. Wusste aber, das wird es auf jeden Fall nicht bis zum Ende des Lebens sein. Und nach 4,5 Jahren habe ich Gott sei Dank dann gefunden, was ich machen will in meinem Leben. Und habe mich, ja, davor hat mich kurz davor hab mich selber tätowieren lassen in einem Shop, der bei mir eine Straße weiter war von zu Hause. Und ja, komisch. Ich habe mich tätowieren lassen und habe ihm zugeguckt dabei. Und mir war klar, das muss anders funktionieren. Der macht irgendwas falsch. Das war eins. Das ist gut, wenn man ja, das beim Tätowieren das merkt. Das Lager, was mich da geritten hat. Das war mir zu, wie soll man sagen, zu stolperig. Also, man 5 Minuten auf ein Bild guckt und dann 1 Minute tätowiert, kann irgendwas nicht funktionieren. Ja. Und so war es halt. Und wusste, das irgendwas muss anders funktionieren. So funktioniert es noch nicht. Hab dann, das auf dem Flughafen, bin dann mal im Zeitungsladen unten rumgewandert in der Pause. Und hab mir, damals gab's so eine Art des Zeitschriften, wo so Pin-Ups und so selbstgemalte von verschiedenen Künstlern drin waren, die habe ich mir immer angeguckt. Und dann noch Tattoo-Zeitung. Gestöbert. Ich habe mich, nochmal früher an, mit 15 selber tätowiert mit einem Kumpel, mit Klassiker, mit Nadel und Faden. Witzig. Er hat Pin-Up hat er mir gemacht, war dann an der Rundung am Po. Und auf einmal hatte ich eine Ecke im Po. Ich sage, du, gib mal her. Ich mache das selber weiter, das geht so nicht. Ich möchte nicht so ein versautes Ding auf dem Bein haben. Hab's dann selber weitergemacht, genau. Und dann ist die ganze Zeit Jahre später passiert, weil ich dachte, jetzt habe ich da so ein kleines Schrottding, eine kleine Wu-Tang-Gabel auf der anderen Seite. Wu-Tang-Gabel finde ich auch cool. Cool, weil keiner weiß, was das sein soll. Ne? Mittlerweile ist ein W und ein T. Alle denken so, hey, das sollte ein Hakenkreuz sein. Ich sag, hey, hallo, das ist eine Wu-Tang-Gabel. Wu-Tang-Gabel. Ja, klar. Andere Thema. Und dann, auf dem Flughafen habe ich dann die Zeitung durchgestöbert und da habe ich dann Arbeiten gesehen von Boris. Mhm. Und ich dachte, alter Scheiße, so was kann man tätowieren? Bis dato war mir nicht klar, dass man so eine Qualität fortbringen kann. Und ab da war es geschehen, muss ich sagen. Also es war so ein Gefühl im Körper, ja, so ein Kribbeln, so ein Bewusstwerden, was man ist, was man lernen will. Ja, krasses Gefühl irgendwie. Und wer sind dabei so deine Inspiration neben Boris gewesen, wo du jetzt gesagt hast, so wenn ich die Arbeiten habe, so dann, das hat mich am meisten geflasht? Also damals waren es wirklich, es war hauptsächlich wirklich Boris. In Berlin hatte ich dann natürlich mir noch ein paar gesucht, unter anderem, weil der Tätowierer, wo ich angefangen habe, also ich rede ein bisschen durch und verquer, wo ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen. Der hat mich dann auch eingestellt als kleiner Shoppie, ne? Ein bisschen sauber machen, über die Schulter gucken, ein halbes Jahr. Und der hat immer gesagt, wenn du ein Porträt haben willst, geh zu Robbie Welke in Berlin. Ne? Und die Arbeit hat mir natürlich angeguckt und war natürlich krass, so damals. Gab's noch Miss Nico, gibt's noch. Ja, kenne ich auch. All-Style, ne? War's genau. Nicht All-Style? Ja. Ja. Das waren so damals so die Realismusgrößen in Berlin. Mark D. vom Nightliner, über sein Bruder Nico D., cooler Typ, bisschen verpeilt, aber ist ein lustig. bei dem war ich mit 18, wollte mich tätowieren lassen von ihm, hatte da meine Vorstellung, das Pin-Up, wollte ich mit 15 selber gemacht, wollte ich cover-upen und habe mit ihm gesprochen, er hat mein Design ein bisschen rund gemacht, weil er zu viele Details hatte, hat dann selber was entworfen, was mir dann aber leider nicht gefallen hat und dann habe ich das nicht machen lassen mit 18. Und bin dann, genau, damals dann mit 24 dann zu dem anderen Shop, habe ich dann ein halbes Jahr da als Shop-Idiot gearbeitet, habe dann mein erstes Tattoo gemacht, erstmal an mir selber, mit einer Spülmaschine von IMAX, ich war zuerst mal abbilden. Ja, ist auch meine erste gewesen. So ein Schrott, ey. Aber bitte. Ich erzähle die Story immer gerne. Ich habe beim Kundenservice angerufen, weil ich nicht wusste, wo du sagst hier von wegen, heutzutage ist Plug and Play. Damals wusste ich noch nicht mal, wo der Clipcord reingeht. Und weil die Kontaktschraube nicht am Federblech war, an der Frontspring, habe ich gedacht, die Maschine ist kaputt und habe da beim Service angerufen. Richtig peinlich eigentlich, ne? Aber keine Ahnung und alles do it yourself. Wer soll es mir zeigen, ne? Da gab's das alles mit YouTube. Die hatten direkt viel mit Anfängern zu tun.
Das glaube ich auch. Naja, die waren die einzigen, die geliefert haben. Und sonst musstest du ja immer nur, habe ich gestern mit Mike von Chaos Nero drüber gesprochen, früher musstest du ja sonst auch überall deinen Gewerbeschein einreichen. Ne? Heutzutage ist ja egal. Fand ich aber gut, die Zeit. Ne? Hatte was, oh, ja. Ja, aber ne, bei so vielen Anbietern, da geht er ja nicht. Aber bei Amazon kannst du ja auch schon alle kaufen. Wo waren wir jetzt eigentlich? Wir waren bei, mit 24 hast du dich tätowieren lassen dann da, hast ein Jahr Shoppie gemacht. Genau. Und der hat mich dann nach dem ersten Tattoo, was ich bei einer Kundin gemacht habe, war unentgeltlich. Da habe ich eine kleine Linie verwackelt, bin dann einen Meter zurückgegangen und habe schon auf eine schmunzelnde Art und Weise gesagt, doch nur von dem Meter sieht man es doch ja nicht. Das ist Klassiker. Ja, womit ich nicht gerechnet habe, was mich derjenige am nächsten Tag rausschmeißt. Oh! In diesem Spruch, ja. Böse Zungen haben behauptet, dass er Angst hatte, dass ich schnell besser werde als er. Aber das ist doch eigentlich das Ziel als Mentor, oder? Dass man jemanden halt alles beibringt, was man selber kann und dann in dem Sinne halt auch jemanden besser macht. Das ist aber ein schwieriges Ego-Problem. Kann auch am Ego kratzen, kommt natürlich auf die Person drauf an. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen auch am Ego kratzt. Wenn jetzt da so ein Jungs kommt, der auch noch seine Kumpels anschreibt ohne Ende. Ja, klar. Und alle sagen, ach hier, der Mario soll mir das mal malen, ne? Und hier, du kannst es dann tätowieren. Ja, verstehe ich. Na gut, dann aber auf jeden Fall dachte ich dann, gut, es ist so, wie es ist, aber jetzt erst recht, ne? Also den Traum lasse ich mir jetzt nicht zerplatzen von dir. So, geht nicht. Hab mir dann mein eigenes Zeug gekauft und hab erstmal zu Hause tätowiert. Ein halbes Jahr, weniger ungefähr, ein halbes Jahr. Hab nebenbei natürlich immer noch weiter auf dem Flughafen gearbeitet, weil ich natürlich brauchte halt mein Grundgehalt. Ja, hab ein bisschen vom Tätowieren eingenommen, hab's aber direkt investiert an Material und hab dann Tattoo-Safe kennengelernt, damals noch in Kreuzberg auf dem Hinterhof, schön im Ghetto. Da gab's einen Jens, der da gearbeitet hat, schöne Grüße. Der meinte irgendwann, du in Köpenick sucht einer nur einen Tätowierer. Frag den mal, ob du nicht vielleicht anfangen kannst. Ich sag, okay, kann mich ja mal mit ihm treffen. Gesagt, getan, haben wir uns getroffen, bin dann irgendwann zu dem Laden hin, hab dann einen Tag Probe gearbeitet. Mein erstes Tattoo in einem richtigen Shop als richtiger Tätowierer war ein ACAB auf dem Nacken. Beste. Ja. Und am nächsten Tag hat er gesagt, gut, kannst bleiben, cool, machst gute Sachen, passt hier rein. Hab ich jetzt nicht so gesehen, aber im Nachhinein, aber... Die waren aber beeindruckt. Also ich habe dann da ein Jahr gearbeitet. Und bin dann zu Robbie Welke gegangen als Kunde, auch durch einen lustigen Zufall, weil Jens von Tattoo Safe, der musste eines Abends ihm oder wollte ihm ein bisschen Material bringen, auch Vaseline und so. Er sagt, du komm doch mit, ich will hier zu Robbie. Ich sag, du, cool, ich wollte schon immer einen Termin machen bei ihm, entweder bei ihm oder bei Miss Nico. War mir da noch nicht so klar, aber das hat sich dann so ergeben. Bin dann mitgegangen, hab mich mit Robbie unterhalten, hab einen Termin gemacht. Und haben dann im Laufe des nächsten Jahres meinen kompletten Arm tätowiert. Und ja, dann kam auch schon so zum Vorstellen, dass ich nicht wirklich glücklich in meinem anderen Studio war. In Köpenick war halt doch so ein Studio, ne? Da musste ich mir den ganzen Tag ACDC reinziehen. Wir kennen das. Mein Kollege war ein cooler Typ, so ein kleiner Rocker, so, ne? Nicht mit Club. Aber natürlich mit einer Harley vor der Tür und so, die Attitüde so vom Rocker. Grüße an Küken. Immer noch lustige Person auf jeden Fall. Haben seitdem keinen Kontakt, war natürlich ein bisschen, es ging halt ziemlich schnell, ne? Wie es immer so ist, so ein Abgang, wenn man sich dann entschlossen hat, aber es trotzdem noch nicht sagen will, weil das Datum noch nicht so weit ist, ein bisschen rumdruckst, aber irgendwie merkt man, dass irgendwas nicht ganz richtig ist, irgendwas stimmt nicht mehr. Und dann habe ich es halt gesagt und bin halt früher gegangen, als ich wollte oder der Plan war. Kam halt nicht so cool an, ne? Logischerweise, weil er halt keinen Ersatz hatte, ne? Das ist aber wie das so. Ich musste mir damals immer selber Ersatz suchen, was dann schwierig war, weil das natürlich auch alles Läden waren, die jetzt keine groß prestigeträchtig waren, weil das halt alles so oldschooler Rockerläden waren. Ja. Und das war der Deal. So, du kannst gehen, aber vorher ist hier jemand anders für dich. Das war dann halt der Deal. Naja. Ja, nee, habe ich mich immer ferngehalten. Aus diversen Gründen. Genau, also Robby hat mich praktisch abgeworben. Der hat gefragt, ob ich bei ihm anfangen will. Er hatte mal ein Studio, wo er alleine war, hat aber gesagt, du bist ein zweiter Platz hier. Eigentlich suche ich schon immer, aber hat sich nie ergeben. Und ja, da Robby natürlich auch Vorbild war, habe ich bei ihm angefangen. Voller Stolz, ne? Voll krass.
konnte natürlich schon vorher ein bisschen tätowieren, habe ja schon gearbeitet, habe dann die Realismus-Sachen da in Köpenick gemacht, alle übernommen von dem Tätowierer, der vorher gegangen ist. Mhm. Und ja, wurde dann natürlich verfeinert von Robby. Wir haben uns ein paar Mal zusammengesetzt. Er hat mir ein Porträt gezeigt, was ich gemacht habe, worauf ich damals relativ stolz war. Er hat gesagt, nix stolz, guck mal da. Warum hast du eine weiße Linie da an den Rand gemacht? Ich sage, weil es ist so ein geiler Lichtreflex so an der Seite. Ich sage, ja. Sagt er, aber das ist doch, ist ja nicht auf dem Foto. Ich meine, du kannst ja nicht hier irgendwelche Linien drin knallen. Naja, das hat mich weitergebracht auf jeden Fall. Er hat wirklich mit dem Rotstift angekreuzt, zack, 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 hier, guck mal da. Aber genauso muss es sein. Voll. Hat mich, wie gesagt, voll weitergebracht. Und also wie gesagt, meine ganze Geschichte hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun, auf jeden Fall. Nicht nur Talent. Und Robby war damals auch mit Boris befreundet. War natürlich der Glücksgriff überhaupt, weil Boris war dann immer zur Convention, die in Berlin war, eine Woche vorher in seinem Studio zum Tätowieren. Und sprich, ich habe dann die Chance gehabt, fast eine Woche ihm über die Schulter zu gucken. Und war nochmal so ein Knackpunkt. Also erstmal, wo ich mich von Robby hab tätowieren lassen, wusste ich im Gegensatz zu meinem ersten Tattoo, ach krass, genau, jetzt so funktioniert halt, ne? Auch mal 5 Minuten kurz mal Linien ziehen, zack, Maschine wechseln, die Farbe, zack, weiter, zack, mal dieses, ne, in Bewegung bleiben, weil ich halt vom Sprühen auch kannte, ne, dieses, ja, es ist Arbeit, es muss abgehen, ne, diese Videos im Netz, wenn man so Schwarz-Grau-Tätowierer sieht, die gerade schattieren. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Videos kennst von manchen, da schlafe ich bei rein. So könnte ich nicht arbeiten, ne, also Schwarz-Grau-Tätowierer fast so wie Farbe-Tätowierer, das muss halt gesättigt werden. Ja. Alles andere ist mir halt auch ein bisschen zu langsam, ein bisschen. Klar, es muss alles gut aussehen, ist klar, präzise, stehe ich voll drauf. Perfektionismus ist nicht erreichbar, ist nicht das Ziel, da muss man sich von frei machen. Aber absolut beeindruckend. Ich finde es richtig cool, weil vor allem, dass du dann ja auch die Chance gekriegt hast, eben, dass du halt eben dein Handwerk von deinem, ja, wo du sagtest, hier, geh dahin und auf einmal arbeitet man da, ne? Ja. Ich würde schon sagen, dass man sich das dann, klar, es ist Fügung, aber es heißt ja auch, du hast ja trotzdem irgendwie bis am Ball geblieben, weil sonst hättest du ja auch diese Möglichkeit des persönlichen Treffens gar nicht bekommen. Ja, und es ist natürlich dann absoluter Jackpot, über dann noch den Kontakt zu Boris zu kriegen. Ja, was richtig witzig ist, ne? Also auch als ich mit Mori gesprochen habe, schöne Grüße an der Stelle übrigens. Mhm. Der hat auch ganz viel Inspiration sich von Boris holen lassen und so weiter. Also ich glaube, ohne Boris wäre Tätowieren, gerade Farbrealistik-Tätowieren hier zu Lande bei uns nicht das, was es ist. Wir haben, glaube ich, vielleicht jetzt irgendwann mal andere Leute gegeben, die angefangen haben, hätten so eine Sachen zu machen. Aber Boris wurde damals auf Conventions, hat mir Robby erzählt, der wurde damals so belächelt. Ne? Das wurde nicht ernst genommen. Von mir, das kannst du sowas nicht tätowieren, das hält nicht, das kannst du nicht machen. Und Boris hat es einfach durchgezogen. Ne? Der hat viele Sachen probiert. Also sicher sind manche Sachen auch nicht, klar, manche Sachen nicht gleich am Anfang funktioniert bei ihm. Ne? Aber er war einfach mit der Vorreiter für Farbrealismus und überhaupt Realismus. Was sagst du zu Leuten, die sagen, Farbrealistik ist für den Moment cool, hält aber auf lange Sicht nicht? Na, dem zeigen Tattoo, was ich vor 15 kurzen Jahren von Dimitri Samuin mitmachen lassen. Und sag, hier, guck mal. Ja, also, man sieht's doch. Also, Leute, macht die Augen auf. Klar gibt's Unterschiede. Man sieht genau bei Fotos bei Instagram, wenn ich ranzoome, von Weitem sehen viele Tattoos cool aus so. Mhm. Wenn man ranzoomt und Hälfte des Farbrealismus ist noch Hautfarbe und die Details, die gemacht worden sind, sind nur reingekratzt, ist dann irgendwann halt nicht mehr so viel Effekt da, wenn es verheilt ist. Ne? Nach ein paar Jahren, vielleicht schon nach ein paar Monaten schon, ein paar Wochen. Kontrast ist wichtig. Das Allerwichtigste, ne? Licht, Schatten, Farbkontrast. Auch Pigmentierung in der Haut, dass du sagst, okay, weil ich weiß das vom Sebastian Christen hier von Corpse Painter. Mhm. Mit dem habe ich letztens darüber gesprochen und der macht seine Outlines mittlerweile am Ende. Mhm. Das heißt, also der macht zuerst vorher die komplette Farbe, weil er gesagt hat, jetzt ist es ja einmal pigmentiert komplett und wenn ich da jetzt das Schwarz reindonner danach, dann sieht das viel cleaner aus, wenn ich das praktisch, also wie bei einem Graffiti praktisch, wo die Outlines auch zum Schluss dann nochmal drauf kommen. Finde ich eigentlich ganz spannend. Weil er dann nicht mit aus Versehen mit Farbe auf die schwarze Linie kommen kann. Erstens das und zum Zweiten ist es dann so, er meinte, auch wenn das dann schon mal geheilt ist, die Farbe geht ja dann zu einem Teil auf jeden Fall auseinander und wenn da aber vorher schon überall Pigment drin ist, kann die ja nirgendwo mehr hin. Mhm. Ja, macht durchaus Sinn, klar. Also wahrscheinlich werden die Sachen sehr noch ein klein bisschen schärfer. So, ne? Ja, genau. Naja.
Macht Sinn. Klar, Pigmentierung ist A und O, ne? Also diese Streicheleinheiten mit viel Wasser verdünnen. So hat es immer das Beispiel mit Nico Hurtado mit der lila Farbe im Gesicht. Ja. Wo dann trotzdem nicht lila da ist. Ja. Naja, der Witz ist, dass Nico ganz viel mit Wasser verdünnt, sodass relativ wenig Pigmente zum Schluss übrig bleiben. Und kannst du da rumschrubben, wie du willst. Das Wasser sieht lila aus, ne? Aber was dann in der Haut ankommt, ist eine andere Sache. Und man kann es alle so aufbauen, wie Mori schon sagt, mit quasi mit Lasur vorarbeiten ein bisschen. Aber die Farbe muss dann am Ende des Tages muss die Farbe rein. Die muss gesättigt werden. Die Haut, zu viel Wasser bedeutet weniger Pigmente. Ist nicht so eine Sache. Zu viel Wasser in Farbe ist eine Lasur. Lernt man halt auch im Malerbereich natürlich. Damit muss man sich auseinandersetzen, ne? Und sieht man auch natürlich, wenn ein Tattoo dann verheilt ist, ne? Also die meisten Farbrealismus-Sachen, die schnell verblassen, liegt einfach daran, dass die Farbe zu viel verdünnt wurde. Mhm. Und dann halt die Sache mit dem Schwarz noch dazu. Schwarz ist wichtig, Schwarz muss kommen. Licht und Schatten, ne? Ganz wichtig. Krass. Ja? Wie sieht's denn eigentlich aus bei dir mit, hast du schon mal jemanden ausgebildet? Nee. Mhm. Wäre das was, wo du sagst? Ja, ich weiß nicht, ob ich die Geduld dafür hätte. Also es muss, menschlich muss es so krass passen, dass ich mir überhaupt jemanden hier ins Studio hole. Mhm. Muss ehrlich sagen, dass ich gerne, bin jetzt alleine seit 2,5 Jahren, bin eigentlich ganz gerne jetzt alleine, weil ich halt mein Ding durchziehen kann. Muss dazu sagen, man kann es ja jetzt ansprechen, wir haben vorher kurz mal gequatscht, mit Robbie ist halt damals was passiert vor 2,5 Jahren, was man niemandem wünscht. Leider ist er nicht mehr unter uns. Und ja, seitdem, man muss halt damit arbeiten irgendwie. Und ich glaube nicht, dass ich mir nochmal jemand festet in mein Studio holen würde, weil es halt einfach passen muss. Dauerhaft. Mhm. Jeden Tag. Ja. Ruhe und Frieden, Robbie. Rest in Peace. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber ich meine, das verstehe ich gerade, wenn du sagst, ne, wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wenn man dann so close ist, das ist dann auch erstmal für einen selber. Ich glaube, da braucht man auch erstmal wirklich lange, bis man das einigermaßen verarbeiten kann, wenn man es denn überhaupt verarbeiten kann. Und dann ist, glaube ich, auch da das Problem. Dann, wie du schon sagst, ne, jemand neuen. Ja, ja, und Ausbildung, ich weiß nicht, ob ich so der... Klar, ich kann es mittlerweile gut erklären, was ich mache. Und es wird wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, das ist immer dann so das Thema. Ich habe hier jeden Raum. Ich kann ihn jetzt nicht abtrennen. Ich habe nicht 2 Räume. Man ist dann den ganzen Tag aufeinander. Ne? Mhm. Und ich mag es auch wirklich, auch für mich zu sein. Die letzten Jahre, wir hatten dann auf verschiedene Studios, ich und Robbie, wir haben dann auch uns entschieden, also ich wollte es halt so, dass wir jeder einen Raum haben, weil diese Wusel konnte ich nicht mehr haben. Ja, und so ist es jetzt halt immer noch. Und fühle mich wohl, habe mein Studio jetzt 5 Minuten von mir zu Hause. Ich mag mein Leben ohne viel Probleme. Habe halt meine Bubble, will geile Sachen machen. Braucht es auch natürlich diese Bestätigung, dass ich was Cooles kann und mache jeden Tag. Und viele andere Sachen sind mir einfach nebensächlich. Mhm. Aber das finde ich cool, weil auch gerade so, du auch, was ich bei dir wirklich bewundere und cool finde, dass du halt so super krasse Arbeiten machst, trotzdem aber so ein ganz ruhiger und unaufgeregter Typ bist, so, ne? Ich meine, ich konnte jetzt durch die, wie wir vorher schon geschrieben haben, ja schon mal so einen kleinen Eindruck davon gewinnen, wie es jetzt ist mit dir. Aber so auch so völlig down to earth und so. Und das finde ich halt einfach cool. Vor allem finde ich es dann auch stabil, wenn man sagt, wir haben ja hier auch öfters mal das Thema halt Marketing, ne, Instagram, Social Media, wie wichtig ist das? Und du bist ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, du hast ja auch, glaube ich, fast 50.000 Follower oder so. Ja, und waren mal mehr, ne? Die sind seit 4 Jahren geht's runter, ne? Echt? Ja, ja, aber ist mir egal. Ist halt Instagram, dieser Algorithmus. Ich kämpfe nicht mehr gegen Twitter, ne? Ich habe 5.500 Follower verloren in 4 Jahren. Krass. Alle 3-4 Monate 100 weniger. Ist mir aber Latte, muss ich sagen. So Latte. Am Ende ist es scheißegal. Die Terminbücher sind voll. Ne? Du machst, worauf du Bock hast. Wer braucht Instagram dann? Es geht schon lange nicht mehr nach Followerzahlen. Überhaupt. Nee. Ist überhaupt. Ich habe auch, irgendwann habe ich gesehen, den Button, nicht nur, dass man seine gefällt, mir Angaben ausstellen kann. Man kann die auch von den anderen ausstellen. Ne? Ah, echt? Ja, das ist voll cool. Früher hat man immer so verglichen, der ist ja nicht so cool, wieso hat er so viel Aufmerksamkeit? Seitdem ich das ausgestellt habe, lebe ich voll ruhig damit, habe meinen Frieden gefunden mit dem Algorithmus, mache halt trotzdem mein Ding.
Wichtig ist, dass man kontinuierlich gute Sachen macht, ne? Die beste Strategie hilft einem auch nichts, wenn man Scheiße macht. Also wenn man nicht nur scheiß Content macht, sondern wenn deine Tattoos nicht geil sind, dann kannst du wer weiß was machen. Gut, du kannst dich vielleicht ausziehen noch dabei, ne? Das geht, das funktioniert auch immer. Das funktioniert sehr gut, man sieht's ja, ne? Aber wenn die Tattoos nicht gut sind, so, dann ist das auch egal. Und ich habe schon sehr, sehr viele Leute erlebt, die auch, wo du denken würdest, die haben tausende von Followern, die sind mega bekannt, weil, wie du schon sagst, ne, in meiner Generation zumindest ist es so, da misst man dann Leute auch daran. Und ich sehe das beim Podcast, ich sehe, wer eine Community hat, ne? Und es ist manchmal schon wirklich witzig zu sehen, wovon man eigentlich dachte, krass, da hätte ich jetzt erwartet, dass da mehr Kickback kommt. Einfach, weil es, wie du schon sagst, nur eine Zahl ist. Und was ich wirklich, wird ein Quotable auf jeden Fall sein dafür, ihr kämpft nicht mehr gegen Computer. Das finde ich richtig gut. Ja, natürlich. Ne? Also das habe ich einfach für jeden. Man steigt ja nicht ein. Ja. Man kann ja machen, was man will, nur jetzt bastel ich auch ein bisschen an Reels rum, klar, das ist schon wichtig, dass die Leute darauf hängen bleiben, dadurch wird es mir angezeigt, bla bla bla, Kommentare, mehr Reichweite, dieser ernste Mist. Und aber gut, mein Gott, also hat mir viel gebracht, viel Werbung, ich habe noch nie was rausgegeben für Werbung, hab nur Fotos hochgeladen, mein ganzes Leben, und das hat ausgereicht bis jetzt, deswegen bin ich auch dankbar über Social Media. Geht natürlich gerade in eine komische Richtung, gerade was so TikTok betrifft, das ist gar nicht mein Fall. Schalt die App um und denk so, komm eine Minute und mach die direkt wieder aus. Ja, das ist das RTL 2 unter den Social Networks auf jeden Fall. Komm ich nicht drauf klar, muss ich ehrlich sagen. Ich komme nicht drauf klar, wie viele Leute daraus wirklich ein Leben generieren können, ne? Wenn ich auch mir anhöre, was andere Leute, was sie verdienen mit irgendeinem Kram, wo ich mir aber auch denke, so, ey, würde mich aber irgendwie nicht kicken. Ne, ich könnte mir einen OnlyFans-Account machen, könnte auch sagen, ich verdiene 10.000, 15.000 Euro im Monat, wäre ich glücklich damit, auf gar keinen Fall. So, ne? Also mache ich es auch nicht. Ja, die haben einen Anspruch an sich selber. Ne? Manche haben halt wenig Anspruch. Ja, oder die sagen halt einfach, du, mir ist das egal, ich will einfach nur die Kohle haben und das so schnell wie möglich, was auch okay ist, aber... Bevor man jetzt einen Job macht, den man nicht zu geil findet und noch weniger rauskommt halt, zu wenig rauskommt. Klar. Man muss trotzdem ein bisschen mit der Zeit gehen, immer ein bisschen am Ball bleiben. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, Robby hatte damals zu mir gesagt, das ist ja nicht so schwer, ein geiles Tattoo zu machen. Es ist schwer, jeden Tag ein geiles Tattoo zu machen. Da liegt die Tücke im Detail. Und man arbeitet auch jeden Tag damit, weil nicht jeder Tag ist gleich, auch nicht bei mir. Ne? Das ist halt der tägliche, wenn ich sagen, Kampf, aber das ist unser Struggle, ja, den wir gehen müssen. Ich habe mir mal irgendwann gedacht, dass ich mich selber challenge damit, indem ich mich selber zwinge, dass ich jedes Tattoo, was ich mache, hochlade, damit ich mir auch bei jedem Tattoo, das habe ich, bevor ich nur Lettering gemacht habe, gemacht, aber dass ich dann halt weiß, so, okay, ich lade es hoch und wenn ich wenn ich Kacke gebaut habe, so, dann lade ich es trotzdem hoch, das muss ich dann, ne? Verstehe. Ja. Um auch mal ein bisschen Kritik abzubekommen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich eher als Ansporn dazu, dass man sich immer gleich viel Mühe gibt. Aber ehrlich gesagt, muss ich das gar nicht mehr machen, seitdem ich mich auf das fokussiere, was mir halt am meisten Spaß macht. Mhm. Ja, funktioniert immer irgendwie. Klar, also du, lass mich mal einen Schriftzug gerade machen, so, was nennst du da in Abkrebe, ne? Oder so asiatische Sachen, ne? Da komme ich gar nicht rein, ne? Wenn ich da keine Vorlage habe. Also nur Sachen wie Shige oder so, alter Scheiß. Ja, das ist krass. Newschool-Sachen, sind gerade so viele Stile abgefahren und geil und denk mir mal so, bin zufrieden, so wenn ich aus dem Studio komme und guck zu Hause in Instagram und denk mir so, fuck, Alter, ich kann nicht, Mann. Daran merkt man, dass du einer von den Guten bist, ich sag's immer wieder, aber es ist einfach so, ich habe noch nie von jemandem, egal wie talentiert der war, von jemandem, der es wirklich drauf hat, gehört, ja, ich bin der Geilste und natürlich findest du die Sachen richtig cool, weil ich bin halt der Shit. Die sind alle Leute sind eher so, ja, nee, guck da mal nicht so genau hin oder hier sind meine Sachen, guck dir das an, aber niemand ist da so confident. Die Leute, die überhaupt nichts können, die sind super confident. Die zeigen dir das sofort, das ist der größte Pfeffer und dann sagen, ja, hier, guck mal, ist geil, ne? Ja. Ja, cool. Ja. Wir sind schon am Ende angelangt. Ach, wie schade. Doch echt schnell jetzt, Mann. Haben wir so im Kopf gemacht, schon eine Woche, ja. Ja, deswegen, das fand ich auch. Aber da musst du dir keine Rübe machen, deswegen, weil so geht's halt wirklich jedem, gerade wenn man jetzt nicht so affin ist. Selbst mir geht's so, wenn ich jetzt irgendwie, wie gesagt, wir kannten uns ja auch vorher noch nicht so richtig oder haben zumindest noch nie gesprochen. Das ist für mich auch immer eine Wundertüte. Du kennst es ja dann wahrscheinlich auch, aber nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht noch jetzt erst einschalten. Wir machen es ja bei uns immer so, dass der Gast immer das letzte Wort hat und nochmal auf seine
Social Media Sachen hinweisen kann, nochmal erklären kann, vielleicht wie man einen Termin kriegt oder irgendwas, irgendwen grüßen, was man sonst noch loswerden will. Ja, Leute, bei Instagram und anderen Social Media Plattformen bin ich unter Mario Hartmann Tattoo Studio vertreten. Folgt mir oder auch nicht. Macht Termine oder auch nicht. Schreibt mich einfach an. Bitte sehr nett. Am besten mit meinem Vornamen, auch richtig geschrieben. Ja. Und ja, seid höflich zu mir, dann bekommt ihr eine höfliche Antwort zurück. Ja. In so eine Anfrage gehört auch immer Hallo und Tschüss übrigens, ne? Also zumindest Begrüßungsformel und Verabschiedungsformel, wie auch immer die aussehen soll. Ja. Klappt oft, nicht immer. Das Witzigste ist dabei, wenn ich, also meine Lieblingsbegrüßungsformel, die manche Leute drauf haben, ist und zwar. Und zwar nicht nur, also zusammengeschrieben und ohne D, und zwar, Doppelpunkt, ja, wo du sagst. Hast du? Punkt, 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 ne? Okay. Ja, ich hatte schon einmal, hi Martin. Martin ist auch gut. Okay, also bevor du meinen Vornamen nicht richtig schreibst, antworte ich dir auch nicht. Das hätte ich durchgezogen. Ich hätte den auch anders genannt. Ich hatte jetzt gestern hatte ich zwei Leute, das fand ich auch witzig. Der eine hat mich gefragt, ob wir Farbe verkaufen, der Klassiker, wo ich mir denke, ich gehe doch auch nicht zum Arzt und frage, ob der mir Skalpelle vertickt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. So. Und das zweite war dann irgendwie, dass einer gesagt hat, ja, jetzt, ich habe das Projekt jetzt an wen anders gegeben, dass der auch irgendwie so ein bisschen Tattoo-Erfahrung kriegt. Long story short, mach dir Cover-Ups, wo du dir halt auch denkst, so. Mhm. Schon gar keinen Bock mehr drauf. Naja, das soll es gewesen sein auf jeden Fall. Dankeschön, Mario, an der Stelle. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche mit einer weiteren Episode. Checkt Mario auf jeden Fall aus. Bester Mann, Berlin Represent. Und ich würde sagen, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Kinder, was soll ich sagen? Das war's leider schon wieder mit der aktuellen Folge von Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord, denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.